Coca-Cola Verbandsliga. Der B-Junioren auf der Sportstätte der Freundschaft. Keine Angst, liebe Freunde, es geht nicht um dunkle, koffeinhaltige Brause, sondern immer noch um Fußball. Die B-Junioren des FC Eisenach sind nicht mehr identisch mit der Mannschaft, die im vorigen Jahr so gut abgeschnitten hat. Es sind nur noch 5 Leute dabei, die im vorigen Jahr zum Stamm gehörten, wie Max Böhme, Pascal Fischer, Nico Dörlam, Akron Segiri und Hannes Wolfram. Alle anderen sind von den C-Junioren, die eine Klasse tiefer in der Landesklasse spielten, aufgerückt. Und so stellte sich das Ganze dar. Ein frühes 0:1 nach 20 Sekunden. Und das hier ist schon der Elfmeter für die Gäste aus der 8. Minute. Das 0:1 hat Thomas Lahm erzielt. Und derselbe Spieler verwandelt auch diesen Elfmeter zum beruhigenden 2:0 für die Gäste. Denkbar ungünstiger Start für die B-Junioren aus Eisenach, die aber dennoch gut ins Spiel fanden in der Folgezeit. Hier nochmal eine Chance, aber da greifen sie in der Verteidigung schon beherzt dazu. Die Eisenacher Jungs wird Eckball geben, den nehmen wir mal mit. Ja, bleibt der Torwart auf der Linie kleben, da muss er raus. So natürlich Gefahr. Im Tor steht Philipp Zien und auch da kommt noch einer, aber dieser Ball hat wohl die Auslinie überschritten. Chris Rauschenberg aus Wenigen-Lubnitz unterbindet diese Aktion. Hier spielt Philipp Zien gut mit. Klärt diese Situation und dann auch die Eisenacher im Angriff. Wir schreiben die 15. Spielminute und da legt Lutz-Pierre Wagner die Schwächen der Gäste schonungslos offen. Ihr hört sie gerade zetern, unter mir sind die beiden Trainer. Der Gäste, denen gefällt das gar nicht. Nach 15 Minuten verkürzen die Eisenacher. Und in der Folge hielten die gut dagegen. Legt dafür die beiden Gästetrainer, die da immer nervöser wurden. Jawohl. So hat es auch Rauschenberg gesehen. War eine knappe Entscheidung. Ich denke aber, die geht in Ordnung. Trotzdem, man sah, spielerisch lief da einiges zusammen. Für diese junge Truppe. Hat er ja auch. Und das war stark abseitsverdächtig. Da lässt Rauschenberg weiterspielen. Aber diese Chance für die Gäste nicht genutzt. Ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich mal sagen. Na gut, ich habe es aus meiner Position eh nicht erkennen können. Hier wieder die Eisenacher. War auch abseitsverdächtig, diesmal lässt Rauschenberg aber spielen. War immer auf Ballhöhe, der junge Schiedsrichter. Aber liegt natürlich bei diesen Abseitsentscheidungen, die er da fällen muss, nicht auf die Hilfe von Linienrichter vertrauen. Insofern ist das natürlich schwierig. Ich bin der Meinung, dass er sich keine gravierenden Fehler geleistet hat. Hier haben wir Steffen Bürger, der da nicht zufrieden war mit dem, was seine Mannschaft in der ersten Halbzeit anbot, nach dieser frühen Führung. Hier mal eine gute Möglichkeit durch einen Fernschuss. Und dann auch mal wieder die Eisenacher. Hier haben wir Max Böhme. Versucht er mal, holt dabei einen Eckball heraus. Und bei diesen Eckbällen standen sie ja nur nicht gerade sicher. Hier! Akron und Segiri mit dem Schuss aus der zweiten Reihe. Nochmal Freistoß für Eisenach. Ach, na gut in der Luft. Weiß ich nicht, ob da Rico Kloppatsch dran gekommen wäre. Und dann aber wieder die Gäste. Die hatten da vor allem im Sturm ziemliche Schnelligkeitsvorteile. Ja, Nico Dörlam bereinigt die Situation für seine Farben. Nochmal Freistoß. Thomas Lahm. Und sicher aufgenommen von Philipp Zien. Und dann weiter Einwurf. Ja, wenn sie da ein bisschen energischer lernen, zur Sache zu gehen. Da ist durchaus mehr drin. Gefährliche Attacke, nicht unterbunden vom Schiedsrichter. Und dann ist Halbzeit. Mit dem 1:2, Eisenach eigentlich gut dabei. Auch auf einem guten Weg. Dann aber der Beginn der zweiten Halbzeit. Hier haben wir eine riesengroße Möglichkeit von Martin Melzer, muss das gewesen sein. Das war die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Und dann kam es anders. Nämlich hier. Wieder in eine Schlafmützeneinlage. Der Eisenacher B-Union
Und die lässt sich natürlich Philipp Träumer nicht entgehen. Zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Gegentreffer Nummer 3 gegen die Eisenacher. Thomas, komm! Dann eine schöne Aktion hier von Pascal Fischer und dann verstolpert er aber relativ kläglich. Wie es auf der Gegenseite geht. Das zeigt einmal mehr Thomas Lahm. Schaut euch mal an, was er macht. Da war ich sogar überrascht davon. Heng. Da ist er drin. Dem Elfer von Jena, dem fehlt in seinem Vornamen noch ein A vorneweg, denn der machte wirklich einen Mordsalarm hier. Nochmal Eisenach. Schöner Ansatz. Aber solche Chancen darf man natürlich nicht liegen lassen. Die müssen rein. Na gut. Ich meine, die Sache war eh erledigt. 4 Gegentreffer, 3 Gegentreffer, Rückstand. Damit war man natürlich abgehängt und das die endgültige Entscheidung, wenn es nicht schon das vierte war, dann das fünfte. Wieder einmal Thomas Lahm mit seiner vierten Bude an diesem Vormittag. Wurde dann auch ausgewechselt. Die Gäste wechseln insgesamt 4-mal durch. Anton Jäger, Lukas Wagner, Moritz Birkner, Florian Thie kamen für Maximilian Nestler, Benedikt Schlenzig, Philipp Träumer und Marco Zimmermann. Auf Eisenacher Seite gingen Max Böhme, Lutz Pierre Wagner und Fabian Hergesell. Für die drei kamen Florian Felsch und Christian Herbst. Beide Trainer wollten also auch den Anschlusskader Gelegenheit geben, sich in der frühen Phase dieser Saison mal reinzuschnuppern. Bisschen Stallgeruch aufzunehmen. Jetzt auch eine gelbe Karte. Für einen Jänner. War ein bisschen da im Übereifer eingestiegen. Ich glaube aber im Großen und Ganzen ging es hier ohne Verletzungen ab. Noch einmal die Eisenacher Möglichkeit. Da fehlt vielleicht auch ein bisschen die Kraft von Pascal Fischer, da durchzuziehen. Auf der Gegenseite. Erneuter Heber und Philipp Träumer mit seinem zweiten Treffer. Der sechste Treffer für Schott Jena. Und dann die Möglichkeit, den Elfmeter hat er gesucht. Den hat er auch bekommen. Weiß ich nicht, ob man den unbedingt geben muss. Aber darüber sollte man auch nicht diskutieren. Nico Dörlam. Ich glaube, der saß genauso. Da sollte der Ball sicherlich nicht hin. Abseits. Da haderten die Gäste ein bisschen. Aber dann erinnerten sie sich, dass sie 6-1 vorne liegen und verzichteten auf Proteste. Hier nochmal eine Möglichkeit. Diesmal klug pariert von Philipp Zien. Und dann aber eben wieder solche Unkonzentriertheiten. Ja, das muss er sich abgewöhnen. Ich glaube aber trotzdem, dass der Torwart Potenzial hat. Freistoß für Eisenach. Knapp daneben auch vorbei. Schott Jena sollte sicherlich auch nicht als Gradmesser gesehen werden für die Eisenacher. Die werden ihre Punkte woanders holen müssen. Chris Rauschenberg pfeift die Begegnung ab, war munter, unterhaltsam. Und am Ende, also für meinen Geschmack jedenfalls, um 1, 2, 3 Treffer zu hoch. So viel schlechter, wie diese 5 Tore des Tanks im Resultat aussagt, waren die Eisenacher dann doch nicht. Nächste Woche müssen sie übrigens zu Rot-Weiß Erfurt. Da wird es noch... Das wird auf jeden Fall nochmal eine ganz dicke Wand. Da ist nur Schadensbegrenzung gefragt. Danach kann die für die Eisenacher die Saison beginnen. Und vielleicht gibt es dann auch mal solche Szenen auf Eisenacher Seite zu bewundern. Ich werde euch auf jeden Fall davon berichten. Ciao, ciao.